liebe Freunde und Freundinnen, es weihnachtet und deshalb melde ich mich mal wieder aus der Küche. Ihr seht, hier liegt einiges bereit und ich will arbeiten, oder ich will etwas machen aus meinen Lieblingsfrüchten. Ihr kennt sie, ich habe vor 3 Jahren schon mal ein Video über sie gemacht, über Quitten. Ich habe nämlich einen Quittenbaum im Garten und da bleiben immer viele Quitten übrig. Und ja, jetzt will ich aber nicht schon wieder Quittengelee machen, weil ich stehe auch nicht mehr auf so viel Süßes. Wahrscheinlich ist meine Pubertät vorbei und es ist so eher was Kräftiges angesagt, was Würziges. Und da bin ich auf ein Quittenchutney gekommen. Ich habe das neulich ausprobiert und das gefällt mir wunderbar. Und deshalb möchte ich das jetzt mit euch teilen und euch mitgeben. Chutney, wisst ihr, ist die anglisierte Form des Hindi-Wortes Chutney. Es ist diese würzige, teils süße, saure, pikante, scharfe Soße. Manchmal ist sie auch cremig und pastös. Ich weiß das alles so genau, weil ich noch nie in Indien war, aber es gibt ja glücklicherweise genügend Rezeptbücher. Und ich esse ja auch sonst nicht gern Indisch, aber dieses Chutney, was ich hiermit mache, das passt ganz wunderbar auch zu Käse. Zu Geflügel, auch Wild. Es müssen übrigens keine Quitten sein. Äpfel, Gurken, Tomaten eignen sich ebenfalls für die Mischung mit Zwiebeln, Gewürzen und Essig. Der hier ist auch selbst gemacht. Ingwer, Zingwer officinale ist eine schilfartige Pflanze, die Rhizomen bildet, also Wurzeln, die sich horizontal dicht unter der Erde ausbreiten. Und diese Wurzeln, das sind dann diese Ingwer. Ja, Wurzeln. Was so gut duftet am Ingwer, das sind ätherische Öle, dann gibt es Harzsäuren sowie das scharfe Gingerol. Ja, das Gingerol ist das, was dann so schön auf der Zunge kitzelt. Ingwer wächst in den Tropen und Subtropen. Die meisten Ingwerknollen in unseren Supermärkten kommen aus China. Ja, das könnte zum Problem werden in Zukunft mit den politischen Verwicklungen, die es da noch geben könnte. Vielleicht kriegen wir gar keinen Ingwer mehr. Aber die Bayern haben dafür gesorgt. Seit 2018 hat die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Bamberg einen ökologischen Anbau von Ingwer in Folientunnel entwickelt, mit einem Produktionsergebnis von bis zu 4 Kilogramm Ingwer pro Quadratmeter in diesem Folientunnel. Fantastisch. Also Ingwer ist wichtig für uns und eben auch fürs Chutney. Ingwer wirkt antibakteriell, ist gut gegen Erkältungen, Rheuma und Muskelschmerzen. Es fördert die Durchblutung und für Reisende interessant, es hilft gegen Seekrankheit, also Übelkeit. Zimt, echter Zimt, Kanel, das ist ein Gewürz aus der getrockneten Rinde des Ceylon-Zimtbaums und verschiedene andere Zimtbäume der Gattung Cinnamonium. Indonesien, China, wird das dann schon wieder China. Da haben die Bayern bisher aber kein Glück gehabt, also den Baum haben sie noch nicht züchten können. Aber gut, Indonesien beliefert uns vielleicht noch in Zukunft. Das Aroma des Zimtbaums geht auf das in ihm enthaltene Zimtöl zurück, das bis zu 75% aus Zimtaldehyd besteht und aus Kumarin. Kumarin ist ja so eine gefährliche Sache, sagt man, kann bei Überdosierung und bei empfindlichen Menschen Kopfschmerzen verursachen. Aber andererseits, von der Antike bis in die frühe Neuzeit galt Zimtrinde als heilsam, unter anderem bei Husten und Schnupfen. Es galt als magenstärkend, sowie harntreibend und abführend, für Frauen menstruationsfördernd, aber auch blutstillend, zum Beispiel bei Hämorrhoiden. Also, und es duftet ganz gut und wir kochen es ja auch nur mit dann. Also ich meine, es ist keine Gefahr.
was man hier noch erwähnen sollte. Chilischoten. Ja, Chilischoten, ich habe damit so mein Problem. Capsicum heißen die, mit dem Wirkstoff Capsaicin. Das kennt man ja, wenn man Rückenschmerzen hat, mit dem Pflaster, da ist Capsaicin drin und das brennt dann ganz wunderbar am Rücken. Und naja, also diese heißen Schoten gibt es in vielen Formen und Farben. Sie wachsen heute fast überall. Liebhaber züchten ihre eigenen Chili im Blumenkasten auf dem Balkon, auch in Berlin, in allen Bezirken. Beim Essen werden Endorphine ausgeschüttet, also dann, wenn es besonders scharf ist und wehtut. Und so berichten Liebhaber dann von Momenten der Ekstase. In meiner Küche aber gilt, der Geschmacksnerv darf gereizt werden, aber nicht betäubt. Genug doziert zu den wunderbaren Wirkungen der Zutaten. Was folgt, ist Handarbeit. Quitten waschen, schälen, zerteilen, entkernen. Das bleibt von gut 2 Kilogramm übrig. Auch alle anderen Zutaten werden klein geschnippelt. Jetzt stehen hier auch schon Salz und Zucker bereit. Bei mir immer Rohrzucker, weil der gesünder sein soll und nicht mit Salz verwechselt wird. Als erstes kommt Essig in den Topf. 200 Milliliter auf 1 Kilo Früchte. Dann die Früchte. Hier die Quitten. Zwiebeln bringen auch Schärfe. Die roten sind mittelscharf. Pro Kilo Früchte 3 Stück. Ingwer. Ein daumengroßes Stück pro Fruchtkilo. Der Chili-Anteil ist abhängig von Ihrem Ekstasebedürfnis. Mir reicht eine kleine rote pro Kilo Frucht. Eine Zimtrinde reicht für den ganzen Topf. Dann 250 Gramm Zucker pro Kilo Frucht. Und schließlich Salz. 2 Teelöffel pro Kilo. Hier 4 Löffel, weil es 2 Kilo Quitten sind. Deckel drauf, 1 Stunde Pause für das Abwaschen. So, jetzt hätte ich einen Augenblick Zeit und auch noch ein Glas Wein sich genehmigen kann. Da kommen verrückte Ideen. Es gibt noch etwas, was ich gerne machen würde. Ich habe es auch schon mal ausprobiert und das würde so richtig gut auch hier zu dem Chutney passen. Salziges Shortbread. Shortbread ist eigentlich dieses schottische Keks, immer süß. Und wie gesagt, mit süß habe ich es ja nicht mehr so. Also ich versuche es mal mit salzig. Ganz einfach, 2 Teile Mehl, 1 Teil Butter, 1 Ei oder 2 Eier, ein bisschen Wasser und etwas Salz. Ich nehme immer Süßrahmbutter, da in der Verbindung mit anderen Aromaträgern tatsächlich die Sahnesüße dominiert. 2 Eier auf 250 Gramm Butter. Zwei Esslöffel Wasser werden hier durch 2 Eierschalen Wasser dargestellt. Noch was zur Butter. Es sollte bio sein, weil dann die Kühe tatsächlich mit Heu und Gras gefüttert wurden. Die Butter mehr Omega-3-Fettsäuren enthält, was für den Cholesterinspiegel positiv ist. Viel Butter ist ja nicht so gut. Jetzt kann sich das Salz gut lösen. 2 Teelöffel für einen dezenten Geschmack. Teelöffel Salz dazu. Das Weizenmehl ist Typ 405. Hier sind es 500 Gramm, die jetzt nach und nach mit der Butter-Eimasse verquirlt werden. Nach einigen Minuten ist das Mehl von der Butter aufgenommen. Der Teig lässt sich jetzt gut mit der Hand formen.
das war's mit dem Shortbread für heute Abend, denn der Teig übernachtet im Kühlschrank. So, wenden wir uns wieder dem Chutney zu. Jetzt kommt die nächste Maschine zum Einsatz. Ah, wunderbar. Hat jetzt eine knappe Stunde gekocht. Und ja, ich werde es jetzt einfach pürieren. Ah, eins habe ich vergessen. Ich muss natürlich noch die Zimtstange suchen. Da ist sie. Weil, wie gesagt, zu viel Zimt ist nicht gut. Ab jetzt keine Zimtgefahr mehr. Aber das Zimtaroma erfüllt die Küche zusammen mit der Essigsäure. Können vielleicht noch einige kleine Stücken drin sein, aber das ist nicht so schlimm. Jetzt kommt tatsächlich ein Abschmecken. Süße und Säure sind schön ausgewogen. Chili ist da. Es fehlt noch etwas, ein bisschen Pfeffer. Schwarze Pfeffer, ganz einfach. So. Und jetzt ist eigentlich fertig, so dass ich es in Gläser abfüllen kann. Das Geklecker dabei will ich euch nicht zeigen. Ich könnte auch größere Gläser nehmen. Das hier ist das Ergebnis von gut 2 Kilo Quitten und der Zutaten. Guten Morgen! Habe ich gerade aus dem Kühlschrank geholt. Das ist der Teig von gestern Abend. Der ist jetzt ziemlich hart. Naja, die Butter ist auch wieder hart geworden. Und jetzt geht es darum, diesen Teig in Form zu bringen. Der Teigballen wird zerschnitten und zwischen Frischhaltefolien langsam ausgerollt. Etwa 1 cm dick soll der Teig sein, der sich später im Ofen in der Höhe etwa verdoppeln wird. Was das Backen betrifft, bin ich Anfänger-Amateur. Irgendwie gelingt es dann doch, halbwegs rechteckige Teile herauszuschneiden. Shortbread-Teilchen machen. Na, das ist jetzt ein bisschen dick. Gut. Also es werden nicht allzu viele werden. Und die kommen jetzt gleich hier auf das Backblech. Da kommen sie dann drauf. Das sind 500 Gramm Mehl und 250 Gramm Butter in unterschiedlichsten Abschnitten. Und jetzt kommt ein Schritt, der tatsächlich keine Verzierung ist, sondern bewirken soll, dass aus der relativ dicken Teigschicht die Feuchtigkeit beim Backen besser entweichen kann. Zusätzliche Aromen werden aufgebracht. Ich liebe Schwarzkümmel, der eigentlich römischer Koriander heißt und mit Kümmel nichts zu tun hat. Religionsstifter Mohammed soll gesagt haben, Schwarzkümmel heile jede Krankheit, außer den Tod. Und der Rest wird mit französischen Meersalzflocken bedacht. 200 Grad. Dann nehmen wir das jetzt und tun das mal in den Ofen. Und ich stelle den Ofen runter auf 180 Grad. Und anders als gestern Abend kann ich jetzt Tee dazu trinken. Also ich freue mich schon auf diese Kekse, diese Shortbreads, zusammen mit dem Chutney. Dazu Käse, wunderbare Abende. Man kann dazu Wein trinken oder einen Whisky mit einem Schuss Wasser. Wunderbar.
Ah, der Ofen ist auf Temperatur gekommen. So, ich hatte vor einer halben Stunde, nach einer halben Stunde schon mal reingeguckt und es machte noch so dieses britzelige Geräusch, dass beim Backen dort noch viel Feuchtigkeit entweichen musste. Ich habe dann gesagt, gut, dann habe einen Teil angeschnitten auch und habe dann gesagt, na, dann gib ihm noch mal eine halbe Stunde. Die ist jetzt rum und jetzt wollen wir nachgucken. Okay, ja, Farbe ist auch sehr gut. Ja, so sollen sie aussehen. Die Farbe ist prima. Das war das Teil, was ich angeschnitten hatte vorhin mal. Und das ist jetzt, wie man sieht, richtig schön durchgetrocknet auch. Das waren also meine Empfehlungen. Nicht unbedingt zu Weihnachten, aber für die nun kommende kalte Jahreszeit. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und falls wir uns bis dahin nicht sehen, dann ein gutes neues Jahr. Und dann sehen wir uns danach. Ciao.